Hallihallo und moin moin und damit willkommen zurück hier zu Blade and Soul, der Questhilfe-Reihe mit meinem Charakter Ansoria. Ja, ich habe gerade vor wenigen Minuten ja wieder eine Quest abgeschlossen. Und zwar, ich hatte einen Brief von Hajun bekommen. Und zwar hat er mir was hinterlassen, diese schicke Uniform, besser gesagt seine Uniform. Ja. Und natürlich aus Ehren und aus Respekt zu ihm trage ich sie jetzt. Ja, ich weiß, es ist spät. Bitte schaut nicht so auf die Uhr, es ist kurz nach Mitternacht. Sie ist eigentlich auch müde. Ich bin aber irgendwie noch hellwach und deswegen mache ich einfach mal weiter. Es ist ja alles für euch. Ja, ich habe geschaut und ich mache ganz einfach weiter mit der lila Quest, wo wir das Wasser wandeln lernen. Oh, hier ist ein Zaun. Gehen wir mal frei rum. So, der alte Einsiedler mal wieder. Eure Aura ist sehr deutlich, ja, aber auch sehr dunkel, vom dunklen Ski befallen. Ach ja, ich darf wieder lesen. Euer Ski hat ein schicksalshaftes Ziel. Um es zu erreichen, müsst ihr viele Methoden zur Fortbewegung beherrschen. Ja, was meint ihr? Einst lebte ein alter Einsiedler im Dorf Jadestein. Die Kampfkunstschüler kamen aus allen Richtungen, um ihn zu besuchen. Denn der Einsiedler kannte das Geheimnis des Windwandels. Ich glaube, ich weiß, wen er meint. Aber da waren wir ja schon, glaube ich. Doof. Hätte ich doch mal erst die Quest machen sollen. Wahrscheinlich. Lesen wir weiter. Dann kam der alte Joe ins Dorf und alle die eifrigen Schüler standen bei ihm Schlange. Mit der Zeit vergaßen sie alle den alten Einsiedler. Ja, ihm hier wahrscheinlich. Warum erzählt ihr mir das? Weil ihr jene Techniken erlernen müsst, die selbst der alte Joe nicht kennt. Und deshalb sieht der alte Einsiedler in euch endlich seinen letzten Schüler. Ich werde euch die Fertigkeit des Windwandels lehren, damit ihr euer Schicksal erfüllen könnt. Doch ihr müsst dafür bereit sein. Jo, ich bin bereit. Nun gut, lasst uns sofort beginnen. Anders als Joe werde ich euch nicht erst hirnverbrannte Aufgaben erfüllen lassen. Eieieiei, okay. Also wir kriegen gleich die Wasserwandelfähigkeit hier, wie es aussieht. Ich kann euch eine Windwandeltechnik für Fortgeschrittene lehren. Den Wassersport. Damit könnt ihr auf dem Wasser laufen. Beeindruckend, nicht? Ja, brauche ich nicht mehr schwimmen. Wie schön, denn ich habe den Titel schon. Haha. Lasst mich mal sehen. Euer Ski verläuft sehr verworren. Ja, auch sehr dunkel, ne? Ihr tragt wohl eine enorme Menge an dunklen Ski in euch. Aber egal. Ich habe gewisse Wege in eurem Körper freigemacht. Nun solltet ihr den Wassersport über den großen See von Jadestein mit Leichtigkeit vollbringen. Natürlich steht hier Dorf Jadestein. Das Gehirn macht auch wieder, was es will. Ja, ich habe den Wassersport erlernt. Und damit ist garantiert auch die Quest fertig. So, damit das ganze Video nicht umsonst ist, düsen wir mal kurz über das Wasser, um zu gucken, ob es wirklich passt. Wir nehmen mal, oh, kräftig Anlauf, springen über den Angler da vorne rüber. Yeah, wir sind ja freundlich. Und guck mal da, es geht. Huch, schnell werden Land. Platsch. Ja, war klar. Habe ich ganz vergessen, denn sie hat bisher ja nur eine Windwandel-Ausdauer von 12 Sekunden. Meine Schuld, ja. Ah, ich sollte doch mal ihren Titel ändern auf Klitschnass. Wenn ich das Ganze öfters machen tue. Oder vorhab zu tun. Ja, liebe Freunde. Das war diese kurze und knappe ja, Nebenquest zum Wassersport Windwandeln. Wir sehen uns dann. Genau, wir sehen uns im Kapitel 15. Augen zu und durch. Also bleibt dran und bis gleich.